Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir müssen Aribos Idee umsetzen, dafür braucht er wohl Papier. Ja, das wird dann vor morgen früh wohl nichts mehr. What a pity. Wie schade. Der arme Aribo. So, was haben wir denn da? Du läufst da nur die ganze Nacht durch. Nee, da können wir noch was reinstopfen. Schau mal. Stopp, stopp. Da können wir richtig was reinstopfen. Lass mal hier auffüllen. Gute Bürger sein. Das ist ein Ofen auffüllen. Da hinten, was haben wir denn da? Kriegen wir doch auch was rein. Hey, ich hätte die Keramikflasche echt machen können für den einen Auftrag. Egal. War ja nicht sonderlich teuer. Bürgerliche Verarbeiter, was können wir denn da herstellen? Chromiumstahlplatten. Ich wette, davon brauche ich irgendwann mal welche. Noch irgendwas, was wir hier herstellen können. Ich habe davon nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich stelle davon jetzt halt gerne mal ein bisschen was her. Einfach, dass wir was da haben. Wenn dann die nächste Mission kommt, dass ich da nicht hinterherrennen muss, dass wir nichts da haben und ich das aber voll dringend brauche. Gusseisenrohre werden ja auch manchmal angefragt. Bürgerliche Verarbeiter, da kann ich dann gleich nochmal ein paar davon machen. Vielleicht einfach mal Holzbretter. Da haben wir zwar noch ein paar, aber machen wir einfach welche. So. Ich glaube, wir gehen heute überpünktlich ins Bett. Braucht noch irgendjemand Wasser? Nö, wirkt nicht so. Wir könnten jetzt eigentlich nach da noch mal ein bisschen weitermachen, obwohl vielleicht steht ja irgendwann die Montagestation. Okay, dann tun wir mal alles weg und gehen schlafen. So. Kann ich die eigentlich upgraden? Warte, ich habe doch irgendwie so ein Home Designing Menü Tab. Zu Hause verändern. Nein. Tab zu Hause verändern. Nicht genügend Außen. Okay, Majestic Style Room. Kann ich das hier verbessern? Ich kann es natürlich hier hinten hinstellen. Bestätigen lassen. Hühnerstall. Ja, nee. Okay. Was ist das? Okay, mit den ganzen Sachen kann ich hier wohl so gesonderte Häuser bauen. Okay, krass. Ich denke über so einen Anbau meines Hauses nach und dann sowas. Vielleicht, dass wir hier hinten einfach nochmal einen fetten, fetten Raum machen. Ich habe halt irgendwie kein Dach. Irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich kein Dach habe, aber ich habe kein Dach. Wunderschön, jetzt habe ich wieder ein Dach. Ja. Oh, ich habe Post von den Entwicklern. Ah, okay. Die haben praktisch ein Ding aus meinem Haus entfernt. Kann ich mir gleich mal anschauen, wie es jetzt aussieht?
Kann ich hier hintergehen? Okay, krass. Jetzt habe ich hier einfach mal ein bisschen Platz. Schön. Ich habe ein richtig schönes Zuhause. Gut, gehen wir schlafen. Ja. Schauen wir mal, ob der Musa heute schon vor unserer Tür steht oder wer irgendwer was braucht. Okay, heute gibt es eine Party in 2 Stunden. Ach ja. Kennt ihr noch all dieses Lied, dieses Party Kill Nobody? Und dann haben die das doch wegen Corona, haben die das doch andauernd verarscht. So, das stimmt nicht. Und jetzt ist es wieder so irgendwie, dass keiner so denkt, dass wirklich Corona schlimm ist. Und das finde ich übel lustig. Ach ja. Wenn ich darüber nachdenke, vor einem Jahr, was da los war, so kurz vor Weihnachten, da musste man sich ja jeden Tag testen, um halt mit 3G in die Arbeit zu kommen. Ach schön, das ist meine Dekoration. Ich dachte, das war letztes Mal wegen Fest, dass sie mein Haus mit. Okay, cool. Neue Ideen für den Bahnhof. Okay. Also läuft nicht bei ihr. Okay, jetzt sind wir natürlich gleich bei Katori, anstatt dass ich mich mal um meinen Scheiß kümmern kann. Muss ich natürlich jetzt wieder zu der Alten und mal schauen. Außerdem hat keiner dieser neuen Pläne auch nur ein entferntestens etwas mit der Raumfahrt zu tun. Ich kann diese unrentable, wertlose Projekt nicht weiter unterstützen. Bitte gib mir meine Gelder zurück. Nun, Herr Direktor, die Sache ist die. Ja, ich will auch mein. Ich habe mich gerade von mir selbst erschrocken. Ja, ich will auch mein Geld zurück. Du hast gesagt, wir würden nur schnell reich werden und das war es auch schon. Außerdem ist Elsie vom neuen Spiel schon gelangweilt. Sie sagt, es gehe nur ums Grinding, bestenfalls 6 von 10 Punkten. Und von den neuen Museumskram habe ich noch gar nicht angefangen. So ein Zeitalter der Verderbnisquatsch. Jemand muss doch an die Kinder denken. Ich habe es selbst ausprobiert und ich dachte, dass 6 von 10 Punkten vielleicht ein bisschen hart sind, aber trotzdem nicht das Spiel des Jahres. Kein Wunder, dass niemand zu diesem Spiel auftaucht. Verbesserung? Eher keine Abwertung. Und ich kann nicht schlafen, wenn du Tag und Nacht die Lautsprecher dröhnen lässt. Warum spammst du uns mit Werbung zu? Wir leben doch alle hier, verdammt nochmal. Warum zur Teufel habe ich diese verdammte Videospiele investiert? Ich kann sie nicht einmal verstehen. Ja, ich hätte nie so viel Geld investieren sollen, nur um meine Nichte zu beeindrucken. Du hast gut reden, Kat. Aber das ist es nicht. Fürchte ich, die ganze Sache wird einfach nicht funktionieren. Also lass uns jetzt aufhören und. Richtig, ja, natürlich, ich verstehe die Bedenken von allen. Wenn ihr alle darüber denkt, dann werde ich den Weg finden, eure Investition zurückzugeben. Sieh zu, dass du es tust, sonst muss sie vielleicht zurückkommen und dich noch mehr anschreien. Ah ja, kein Druck, aber je früher, desto besser. Zeig mir Bescheid, wenn du Hilfe beim Rechnen brauchst. Nun, Jasmin, du bist noch hier. Ist deine Investition, die du vollständig zurückbekommst, 5 Goals? Ist schon gut, Tante Katori. Ich habe heute 5 weitere Goals für das Aussiefen von Zeitungen bekommen. Aktuell bestehe ich quasi aufs Geld. Gehalte es, du brauchst es dringend. Danke, mein Schatz. Ja, hoffentlich wird es besser. Tschüss. Katori sieht wirklich traurig aus. Was soll ich sagen? Hey, wie geht's dir? Hey, guten Abend. Wie sieht's bei dir aus? Wie läuft es? Mega gut. Mein Text ist auf Deutsch, sonst ist irgendwie alles auf Englisch. Ach, es tut mir leid, Leila. Ich habe wirklich, wirklich alles vermasselt. Niemand ist gekommen. Ich weiß nicht warum, aber niemand ist gekommen. Jetzt wird die Hälfte der Partner raus. Mehr. Fast alle. Und ich habe bereits die erste Runde der Investition ausgegeben. Dieses neue Spielzentrum sollte sich selbst bezahlen. Wie soll ich alle zurückzahlen? Ich muss ein paar Sachen verkaufen, aber ich werde etwas für euch einfallen lassen. Wir brauchen etwas Zeit. Ich habe dich im Stich gelassen, Leila. Wenn du aussteigen wirst. Ich gebe noch nicht auf. 20 plus krass. Aber wirklich, ich danke dir, Leila. Jetzt gibt es wirklich nur noch dich und Owen. Wenn ihr nicht wärt, würde ich alles aufgeben. Nun, wenn ich euch nicht entmutigen lasse, würde ich mich schlecht stehen, wenn ich anfange zu schwanken. Also gut, das ist weitermachen. Aber fürs Erste, ich muss eine Weile über Dinge nachdenken. Ich muss herausfinden, wo alles schiefgelaufen ist. Lass uns irgendwann mal wieder zusammenkommen, Leila. Unter besseren Umständen. Mysterio. Okay. Alle Stücke sind auf einen Ort gefallen. Ich bin so nah dran, ich kann es riechen. Es ist wahrscheinlich vom Bronco.
denke tatsächlich, es könnte vom Bronco sein. So. Dann, okay, ich muss voll viel Zeug herstellen. Und davon ist eine Main Mission. Da hoch. Bei Key ist die Main Mission. So, schauen wir mal. Warum nimmst du keine meiner Vorschläge ernst in diesem Stadttreffen? Okay, ja, wir bauen ihn keinen großen Robot. Ja. I'm on Team Robot. Baue ich jetzt einen Roboter? Warum baue ich keinen Roboter? Das finde ich sehr schade, dass ich keine Roboter baue. Key, kannst du bitte mit mir reden? Okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich mal alles andere bauen kann. Also es scheint wirklich ein größeres Update zu sein. Das freut mich. Ich dachte eigentlich nicht, dass es so ausführlich ist. Ich dachte, das wird jetzt wieder so, ja, vielleicht eine neue Person, so eine neue Mission, die man machen kann und so, aber es scheint ja wirklich was Größeres zu sein. Ich freue mich echt, wenn das Spiel voll fertig ist, weil dann können wir hier alles machen. So, schauen wir mal, was es für Missionen heute gibt. Schauen wir es erstmal da. Mabel. Können wir auch machen? Das können wir nicht machen. So, was nehmen wir noch an? Nehmen wir die Stahlstangen, komm. Einfach, weil wir die auch gleich da haben. Wie lange machst du denn heute? Also wir streamen jetzt schon seit 4,5 Stunden. Und ich, ja, ich habe nicht so einen gewissen Zeitpunkt heute, wie lange wir das machen. Aber wir streamen wohl schon seit 4,5 Stunden. Ich bin ein bisschen sehr süchtig nach dem Spiel und ich weiß, dass ich morgen nicht streamen werde. Deswegen streamen wir heute noch ein bisschen länger. Also wir werden nicht ewig streamen, aber ein bisschen halt noch. Also ich habe nicht vor, heute feiern zu gehen. Ich habe vor, mir heute noch was in die Fritteuse zu schmeißen. Und ansonsten vielleicht noch ein bisschen Sparen stellen. Eigentlich wollte ich heute noch ein bisschen Mathe machen, aber... Aber morgen ist halt schon wieder Sonntag, gell? Aber wir machen heute auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay, in einer Stunde beginnt unsere Party. Okay, Pablo ist schon da. Creepy, wenn Leute bei mir zu Hause sind, ich aber nicht. Fühlt euch wohl in meinem Garten. So, das braucht noch ein bisschen. So, mittlerer Arbeitstisch. Können wir noch nicht ganz machen. Okay, Gusseisen. Kann ich hier machen? Nö, aber okay, eine Schraube habe ich da. Okay, ich bräuchte eigentlich das hier. Okay, ich breche das einfach mal ab, um hier drei zu machen und an anderen Dingen hinten machen wir die vier Teile. Bin selbst jetzt auch endlich nach Hause gekommen. Ja, nice. Ich habe schon gemerkt, dass heute nicht so bloß ist, keine Ahnung, aber ich denke, alle sind heute auf dem Weihnachtsmarkt, weil heute ist Weihnachtsmarkt und Weihnachten. Und für manche Leute hat Weihnachten tatsächlich noch eine Bedeutung. Sind nicht alle so wie ich. Okay, die 10 Teile gebe ich auch noch in Auftrag. Beziehungsweise werde ich dafür jetzt ein paar Dinger töten müssen. Okay, 9 kann ich schon mal machen und dann hole ich noch mal kurz ein Fleisch. Ein totes Tier einmal. So. Auch ein wenig bis gar keine Bedeutung, ja. Ich, ganz ehrlich, die letzten. Ich kann das ja mal so rückwärts rechnen. So, letztes Jahr Weihnachten habe ich. Bin ich. Also war, ganz kurz war ich bei Verwandten. Dann war ich daheim. Und habe, glaube ich, gezockt. Das war ja nicht wie Heiligabend. Das war so richtig scheißegal.
Auch der erste und zweite Weihnachtsfeiertag war letztes Jahr gar nicht von Bedeutung. Das war so richtig so, ja, juckt mich eigentlich gar nicht. Ich sehe gerade, wir müssen die Folge beenden. Dann machen wir in der Stelle einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time mit Sandrock. Bis dahin, bye.